Eine wunderbare Frage, was halte ich von Chassidut? Chassidut, wer bin ich überhaupt, der jetzt etwas beurteilen soll? Ja? Aber generell, Chassidut, das Wort Chassid, was ist das Chassid? Es gibt einen Tzaddik und einen Chassid. Tzaddik ist jemand, der alles, was man machen muss, macht. Ein Gerechter, übersetzt auf Deutsch. Alles, was zu tun ist, macht er von A bis Z, das Gesetzbuch, du schlagst auf, von Anfang bis zum Ende. Er lässt nichts aus und erfüllt alles. Das wäre eigentlich genug, um ins Paradies zu kommen, um ein Tzaddik zu sein, das wäre genug. Aber es gibt jemanden, der von seinem Inneren her sagt, Moment, ja, ich weiß, wir müssen das Gesetzbuch einhalten, aber ich will noch mehr als das Gesetzbuch einhalten. Zum Beispiel, ein Beispiel, wenn dein Vater bittet dich, gib mir etwas zum Trinken. Du kannst ihm geben ein Glas Wasser oder du kannst ihm geben eine ganze Flasche. Nein, nicht ganze Flasche. Ganze Flasche ist manchmal vielleicht zu viel für ihn. Aber du kannst ihm geben ein Glas Cola mit Eiswürfel, Strohhalm und eine Zitrone drauf. Ja? Jetzt, Eiswürfel müssen nicht unbedingt sein. Er hat dir gesagt, gib mir was zum Trinken. Zitrone muss nicht sein darauf. Strohhalm und auf einem schönen Teller, schönen Glas. Das Ganze muss nicht sein. Hauptsache, du gibst ihm was zum Trinken. Stimmt's? Das ist Chassidut. Wenn du machst mehr als das, was du machen musst. Aber, da gibt es ein großes Aber. Es gibt leider manche, die sehen, man nennt sich Chassid Schotte. Chassid, überhaupt Chassid, aber übersetzt auf Deutsch ist Frommer. Chassid Schotte, das ist ein dummer Frommer. Was ist das? Zurück zu dem Beispiel. Vater sagt, gib mir was zum Trinken. Und er kommt und nimmt ein schönes Glas mit Eiswürfel, Strohhalm, Zitrone schönen und ein Teller. Aber das Getränk hat er vergessen, bringt er nicht. Er bringt nur das Ganze zu seinem Vater. Nur was sagt denn der Vater jetzt? Alles schön und gut, aber ich wollte trinken. Ich wollte jetzt nicht dieses Ganze drum und dran. Auch da, Chassidut ist etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes. Aber wann? Wenn du das, was man machen muss, zuerst machst. Zuerst, wenn du deine Pflicht erfüllst, wie du sie erfüllen musst, und dann, wenn das Zusätzliche kommt, dann ist es wunderbar und wunderschön. Aber wenn du kommst und dich nur mit den Zusätzlichen beschäftigst, nur mit den, welche mit den Eiswürfeln, dann ist es nicht gut. Das ist generell die Chassid, das Wort Chassidut, Chassid. Aber heute ist dieses Slang ein bisschen anders geworden, weil es gibt Chassiduyot, manche es sind Gruppen, wo sie einen großen Rabbiner haben, einen Admor, einen also Oberrabbiner, und alle seine Schüler, das sind seine Chassidim, das sind seine Fromme, das heißt, er ist für sie der Rabbiner, der ihnen alles sagt. Er ist für sie so wie Moshe Rabbein. Weil in der Tora steht geschrieben, Vayaminu Ba'ashem und Moshe Avdo, Am Israel glaubte an Gott und an Moshe, seinem Knecht. Das heißt, genauso wie du an Gott glauben musst, genauso bist du verpflichtet auch, den Rabbinen, jetzt nicht an sie zu glauben, sondern den Rabbinen zu vertrauen. Der richtige Ausdruck. Den Rabbinen zu vertrauen. Aber auch da, es muss sein, jemand, ein Rabbiner, der wirklich ein Rabbiner ist, der wirklich nicht nur verkleidet ist wie ein Rabbiner, weil ein Bart wächst von alleine, einen schwarzen Hut, schwarzen Anzug kann man sehr billig überall kaufen. Jemand, der wirklich ein Gelehrter ist, jemand, der sich laut der Tora benimmt, der die Tora studiert und die Tora lernt, so ein Rabbiner, so ein Gelehrter, ihm sollst du vertrauen, dass er dir das, was in der Tora geschrieben steht, auch richtig erklärt und die richtige Andeutung gibt. Es gibt aber für diese richtige Erklärung gibt es bestimmte Regeln. Ja, es kann niemals ein Rabbiner kommen und irgendein Wort der Tora brechen. Oder irgendetwas, was im Shulchan Aruch schwarz auf weiß geschrieben steht, dass er sagt, nein, nein, ich habe es mir anders überlegt. Laut meiner Meinung wäre es erlaubt. Oder laut meiner Meinung ist es nicht so, wie es da steht. Dann so ein Rabbiner, den sollst du gar nicht zuhören. Rabbiner, der laut der Torah, Mishnah,
Talmud, Shulchan Aruch, dass er selber alles einhaltet und auch dir laut diesen Regeln alles sagt, so einen Rabbiner sollst du zuhören. Und jetzt, es gibt manche Hasidim, die haben so einen großen Rabbiner und die sagen, uns interessiert nicht, was die anderen Rabbiner sagen, weil es gibt hier viele Rabbiner, viele Meinungen, da wird man durcheinander. Und die Torah sagt uns, Asele Charab, mach dir einen Rabbiner. Weißt du, bin das Zafek? Und dann hast du keinen Zweifel. Mach dir einen Rabbiner. Und die nehmen und sagen, wir, es gibt viele Rabbiner, wir ehren, lieben alle, aber wir haben einen, er ist für uns unser Hauptrabbiner und wir hören nur auf ihn. Und so gibt es zum Beispiel Belz, Wischnitz, dann gibt es Chabad, Breslev und viele, viele verschiedene Chassidujot. Und jede Chassidut hat ihren einen Oberrabbiner, einen großen Rabbiner, der ihnen alles sagt, was zu tun ist. Wunderschön, sehr gut, aber das Ganze ist gut und schön, wenn man zuerst das, was man zu tun hat, das muss, wenn man das zuerst einhaltet und dann das Zusätzliche, wenn man das dazufügt. Das sind die Chassidut. Ja, es gibt viele verschiedene. Und jede Chassidut hat ihren besonderen Punkt dort, wo ihr Rabbiner und die ganze, nennen wir das, die ganze Clique dort, ja, einen besonderen Wert legt. Zum Beispiel bei Chabad. Chabad ist ein sehr großer Wert, dass sie schauen, dass sie auch den einfacheren Menschen helfen und draußen stehen und immer den Leuten Tefillin binden. Breslev, dass sie kommen und fröhlich sind und die anderen auch zur Freude bringen. Jeder Chassidut hat einen besonderen Punkt, den sie ganz besonders darauf acht geben.